Hallo Leute und herzlich willkommen zu diesem Video, in dem wir euch zeigen wollen, wie ihr den ASUS RT-N12E Wireless N300 Router mit einer Fritzbox verbindet und als Access Point nutzt. Wir wollen den ASUS Router dazu verwenden, um ein vorhandenes Netzwerk zu erweitern. Dafür verbinden wir die beiden Geräte mittels LAN-Kabel. Falls ihr Netzwerkdosen im Haus verbaut habt, könnt ihr die Verbindung natürlich auch darüber herstellen. Wir haben die beiden bereits verbunden und gestartet. Nach kurzer Zeit baut der ASUS Router ein eigenes WLAN auf, mit dem wir uns verbinden. Der Name lautet ASUS-AC und ist ein unverschlüsseltes Netzwerk. Aber das ändern wir gleich. Steht die Verbindung, öffnen wir unseren Browser und geben 192.168.1.1 in die Adresszeile ein. Alternativ setzt ein http://// davor oder versucht es gleich mit http://router.asus.com. Auf der Benutzeroberfläche angekommen, klickt ihr auf den Button Manuelle Einstellungen. Im nächsten Schritt werdet ihr aufgefordert, ein Router-Kennwort zu vergeben. Benutzername ist standardmäßig Admin eingestellt, den ihr auch ändern könnt. Vergebt also ein Kennwort. Bestätigt es und merkt es euch. Klickt dann auf Weiter. Als nächstes stellt ihr den Betriebsmodus ein. Da der Router als Access Point fungieren soll, setzen wir entsprechend den Punkt. Im Access Point Modus verbindet sich RT-N12E mit einem drahtlosen Router durch ein Ethernet-Kabel, um ein bereits vorhandenes Funksignal an andere Netzwerk-Clients zu erweitern. In diesem Modus werden Firewall, IP-Sharing und NAT-Funktionen standardmäßig deaktiviert. Weiter geht's mit Weiter. Der ASUS-Router erhält seine IP-Adresse standardmäßig automatisch vom Hauptrouter. Alternativ könnt ihr ihm eine feste IP-Adresse zuweisen. Wir belassen es bei den Standardeinstellungen und klicken auf Weiter. Benennt im nächsten Feld den Netzwerknamen und vergebt ein Kennwort, also den WLAN-Schlüssel. Vergebt hier entweder komplett neue Daten oder verwendet die gleichen, mit denen ihr euch mit eurem Hauptrouter verbindet. Das bleibt euch überlassen. Nehmt aber auf jeden Fall ein anderes Kennwort als ich hier. Ist alles eingegeben, klickt auf den Button Anwenden. Während ihr nun noch einmal die Einstellung im Überblick seht, startet sich der ASUS Router bereits neu. Das kann ein, zwei Minuten dauern, ich kürze hier mal eben ab. So, das umbenannte WLAN steht wieder. Um uns zu verbinden, müssen wir natürlich den eben vergebenen WLAN-Schlüssel eingeben. Kurzer Test. Alles klar, läuft. Ich logge mich noch einmal kurz auf der Fritzbox ein. Klicke auf Heimnetz und Mesh. Und hier sehen wir den ASUS Router verbunden über LAN-Port 3. Dieser Eintrag ist in ein paar Minuten auch anklickbar. Ihr landet dann direkt auf der Benutzeroberfläche des ASUS Routers. Momentan müssen wir uns aber noch anders behelfen, wenn wir die IP-Adresse herausfinden wollen. Dazu scrolle ich weiter nach unten, bis wir den passenden Eintrag finden und klicke auf Details. Hier sehen wir die IP-Adresse vom ASUS.
Über diese Adresse erreicht ihr nun die Benutzeroberfläche. Mit den am Anfang vergebenen Daten loggt ihr euch ein. Und das war's mit diesem Video. Falls ihr Fragen zum Thema habt, schreibt sie gerne in die Kommentare. Damit bedanke ich mich fürs Einschalten und wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben oder einen netten Kommentar freuen. Und wenn ihr weitere Videos von uns sehen wollt, lasst uns doch ein Abo da oder schaut auf unserem Kanal vorbei. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao.